Beschleunigung wird der Asteroid in ungefähr 4 Stunden mit Terra Nova kollidieren. Analyse. Andere müssen deaktiviert werden, um Beschleunigung zu drosseln. Hallo, ich habe Ihre Nachricht mitgehört. Können Sie mich hören? Sie haben mich zwar noch nicht gefunden, aber ich kann trotzdem nicht lange reden. Schalten Sie die Fusion. Werden wir alle sterben? Alright. Nein, mit dem Panzer auch noch. Oh, oh. Na dann, schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Mit Rechtsklick kann man die Rakete abfeuern und mit dem Linksklick. Wir sind auf dem richtigen Weg. Na, ich weiß nicht, wer Sie sind. Das Maschinengewehr. Für die Allianz. So. Wow. Alter Verwalter. Schon friedlich bleiben hier. Wow. Ja, das Fahren ist ein bisschen schwer. Das ist doch bestimmt, oder? Was ist doch? Geschafft. So, jetzt muss ich mich noch erinnern, wie hier rauskommt. Ah, mit Q, okay. Mit Q kann man hier also raus. Also betreten wir auch gleich mal das Gebäude. Hallöchen. Hallo. Batarianer. Batarianer. Harak! Chat! Chat! Los! Wop! Oh Mann, ich brauch Deckung, ich brauch Deckung. Ach, natürlich jetzt, weil wo hitzt das blöde Teil? Na, hat erstmal Schildboost, damit sie unser Schild etwas erholt. Wow. Wow, brauchen wir noch ein bisschen. Okay, Ashley, Garrus, versucht das mal. Wow. Interessant, ich kann mich gar nicht dran erinnern an diese Mission. Okay. Habe ich unwissentlich jetzt eins der DLCs bekommen, oder? Genau. Denn ich habe es ja jetzt bei Origins registriert und da kann es natürlich sein, dass ich die DLCs jetzt bekomme. Denn Mass Effect hatte damals 2 gehabt. Also wenn, dann wäre es richtig, richtig cool, also. Mal ehrlich, gibt's denn sowas? Man registriert es einfach und dann bekommt man einfach so mal 2 DLCs geschenkt, also. Oh, neue Pistole. Die aber nicht so schön ist. Na gut, schauen wir mal. Okay, Garrus, jetzt kriegst du auch mal ein neues Sturmgewehr. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht wird mit euch allen. Ja, jetzt bin ich ja wirklich aufgeregt. Wie kann es sein, dass ich das nicht gemerkt habe, also?
Ja, und die Aufnahme mit Camtasia sorgt, ist jetzt auch behoben, größtenteils, also kann ja eigentlich nicht mehr schief gehen. Einzig Blöde ist halt nur, ich muss den Fenstermodus anmachen und das Bild auch noch etwas clean machen, damit ich mit dem Mausfell nicht dauernd in meine Taskleiste komme. Also, naja, ich werde es überleben. Die Chiffrierungsfertigkeit zu gering? Scheiße. Na gut, das sagt man zwar nicht, aber was soll's. Antrieb deaktivieren, bitte. So. Haha. Ich sehe, dass der Antrieb offline ist. Waren Sie das? Können Sie mich hören? Ich kann Sie hören. Was ist hier los? Wer sind Sie? Mein Name ist Kate Bowman. Ich bin Technikerin. Ich gehörte zu dem Team, das diesen Asteroiden nach Terra Nova bringen sollte. Gestern wurden wir dann von batarianischen Extremisten angegriffen. Seit ihrer Ankunft verstecke ich mich hier. Ich glaube, die wissen, dass der Antrieb ausgeschaltet wurde. Warum machen die das? Weiß ich nicht. Aber wenn dieser Asteroid nicht aufgehalten wird, müssen Millionen Menschen auf Terra Nova sterben. Wenn ich was rausfinde, werde ich... Ich muss weg. Viel Glück. Alright. Immer die Knarre rausholen. Man weiß ja nie, ob wir nicht plötzlich Besuch hier haben. Okay, sieht nicht so aus, aber... Ich kann mir vorstellen... Okay. Hey. Wow. Ich wollte nicht auf... Sind Sie verletzt? Es braucht mehr als ein Schüsschen, um mich außer Gefecht zu setzen. Tut mir leid. Ich habe erst bemerkt, dass Sie ein Mensch sind, als... Naja. Ich schätze, ich bin kein Vorzeigesoldat. Ich weiß, dass Sie Angst haben. Aber ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Commander Shepard von der Allianz. Simon. Simon Atwell. Ich bin der leitende Ingenieur auf diesem Felsbrocken. Hören Sie. Wir haben nicht viel Zeit. Die Batarianer haben die Fusionsantriebe aktiviert. Sie müssen sie wieder deaktivieren, bevor wir Terra Nova erreichen. Da unten leben 4 Millionen Menschen, Shepard. Ich... Meine Familie. Sie lebt in Aronas. Meine Kinder und Enkel. Sehr schöne Gemeinde. Gute Schulen. Überall Batarianer und ich muss alle 3 Fusionsantriebe abschalten. Sollte ich sonst noch was wissen? Einer der Fusionsantriebe steht inmitten scharfer Zündkapseln. Bei unserer Ankunft auf Terra Nova hätten wir sie zünden sollen. Ich habe sie mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Ihr Panzer wird sie auslösen. Sie müssen zu Fuß rein. Und selbst dann explodieren sie, wenn sie zu nahe rankommen. Bewegen Sie sich einfach langsam und vorsichtig. Dann sollte es kein Problem geben. Sie haben sie angebracht. Können Sie sie auch deaktivieren? Leider nicht von hier aus. Am Eingang zur Fusionsanlage innerhalb des Detonationsbereichs gibt es eine manuelle Steuerung. Dort können Sie die Kapseln entschärfen. Eine Sache noch. Ein paar meiner Leute arbeiteten außerhalb, als der Angriff begann. Ich mache mir auch Sorgen um sie. Diese Batarianer sind unbarmherzig. Ich habe gesehen, wie sie Löcher in den Helm von Leuten machten, die im Vakuum arbeiteten. Ich glaube auch nicht, dass sie vor dem Füttern der Waren immer warten, bis die Opfer auch tot sind. Ich werde sie suchen. Trotzdem haben die Fusionsantriebe Priorität. Ja, da haben Sie recht. Terra Nova zu retten ist wichtiger als mein Team. Ein paar Ingenieure haben drüben an der Hauptanlage gearbeitet. Aber vermutlich sind sie bereits tot. Oder die Batarianer haben sie als Geiseln. Eine Frau namens Kate Bowman hat mich kontaktiert. Die Batarianer haben sie noch nicht gefunden. Katie lebt? Sie gehört zu meinen besten Ingenieuren. Sie hat sich zusammen mit ihrem Bruder verpflichtet. Aaron hieß er, glaube ich. Er gehört zur Sicherheitsmannschaft. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Suchen Sie sich besser ein Plätzchen, wo Sie sich verstecken können. Wenn die Batarianer zurückkommen und Sie finden. Ja, ich sollte mich wohl besser rar machen. Viel Glück, Shepard. Oh Mann. Oh oh, hier erlebt man was. Rennen Sie zum Fahren die Standardbewegungstasten. Ja, schon klar. Ich weiß, wie man es steuert. Keine Sorge. Der Mark, das wussten wir schon mal. Fusionsantrieb, Funkturm, Fusionsantrieb. Na dann probieren wir mal unser Glück.
Okay, da bin ich eindeutig falsch. Ist auch schön zu sehen, wie toll und einwandfrei die Karte angezeigt wird. Ja, das kriegen wir schon hin. Bisher habe ich mich ja gar nicht so blöd angestellt mit dem Panzer. Können Sie mich hören? Ich habe zu viele Interferenzen. Verdammt, tut mir leid. Ich habe einige Rückkopplungen. Das ist wahrscheinlich die verlieren. Sprengfall, die er meinte. Oh, Sie in der Zwischenzeit super. Sagte ich noch, dass Mass Effect funktioniert nicht mehr. Ach, wie nett. Na gut, dann mache ich halt einen kleinen Cut. So, da gucken wir nicht nur in Garrus schönen Gesicht, sondern wir sind jetzt auch wieder aktiv hier zugange, wo das Spiel vorab gestürzt ist. Ich hoffe mal, das wird diesmal nicht so sein. Und einer schon mal weg. Wow. Achtung! Bodenradar zeigt nahe Sprengladungen zur Fahrzeugabwehr. Bitte zu Fuß weitergehen. Genau, das heißt dann auch, dass wir leichte Beute sind. Ach nee. Wir sollten zurück zu Marco. Ja, ich weiß, wie man das macht. Danke. Mal schnell. Zum Glück haben wir Talia an Bord. Die kann das bestimmt super machen. Okay, anscheinend nicht gut genug. Na gut, jetzt ist erstmal Ruhe. Also versuchen wir das mal, indem wir langsam und behende einfach durchlaufen. Und beten, dass uns nicht die Bude um die Ohren fliegt.
Garrus können wir gerade nicht wieder erwecken, aber... gucken. Sprengladung entschärfen, na dann. Ha! Geschafft. Zu schnell. Ah, und Garrus lebt jetzt wieder schön. Und jetzt müssen wir noch gucken, wie wir da reinkommen. Ah, hier natürlich. Und es wurde automatisch gespeichert. Wunderbar. Okay, Ashley stürmt schon mal voraus. Au. Was war das jetzt? Ach, mein Clan. Jetzt ist er natürlich überhitzt. Aus Bomb. Viel Spaß damit. Angesagt. Und auch gleich einen Stufenaufstieg, na dann. Ich denke, ich mache jetzt erstmal Warp richtig voll und dann wird es richtig schön abgehen, ja.